In diesem Video will ich euch mal eine Technik zeigen, mit der ich mein Gitarrespiel viel virtuoser und interessanter gestalte. Der Witz ist, dass es bei dieser Technik gar nicht darum geht, einzelne Töne oder auch Akkorde zu spielen, sondern um Ghost Notes. Eine Ghost Note klingt ungefähr so. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht nach viel, aber in den folgenden Minuten werdet ihr lernen, wie ihr mit diesen kleinen, simplen Ghost Notes euer Spiel auf ein neues Level bringen könnt. Das Video präsentiere ich euch in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zur Seite von Elixir und zu den Seiten von Elixir gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Die Technik vom Anfang des Videos werde ich euch jetzt in 4 Schritten beibringen. Zuerst fangen wir mal mit dem simpelsten an, und zwar der Akkordfolge. Die Akkordfolge bei diesem Riff ist jetzt denkbar einfach. Wir brauchen nämlich nur 3 Akkorde. Es geht los mit einem C-Dur-Akkord. Dann gehen wir auf A-Moll 7. Das ist jetzt quasi ein A-Moll, aber mit leerer G-Seite. Den können wir so erreichen, dass wir bei dem C einfach den Ringfinger wegnehmen und dann ab der A-Seite alle Töne spielen. Und zum Schluss kommt noch ein G-Dur. Den greife ich jetzt allerdings gar nicht wie ein vollständiges G, sondern ich greife einfach nur auf der tiefen E-Seite mit dem Ringfinger den 3. Bund und lasse die übrigen Saiten frei, denn ich spiele auch gar nicht immer alle Saiten bei dem G, sondern nur die Bassseite und dann die D-, G- und B-Saite. Damit kommen wir nämlich direkt weiter zum nächsten Schritt, und zwar dem eigentlichen Zupfmuster bzw. der Zupftechnik in der rechten Hand. Wir fangen jetzt erstmal an mit den klingenden Akkorden und hangeln uns dann nach und nach weiter zu den perkussiven Elementen des Riffs vor. Für die grundsätzliche Zupftechnik brauchen wir erstmal Daumenzeige, Mittel- und Ringfinger auf den entsprechenden Saiten, beziehungsweise wir ordnen jetzt jeden Finger einer Saite zu. Der Daumen spielt immer den Basston des entsprechenden Akkords. Ich greife jetzt links nochmal in C-Dur, das heißt, der Basston ist auf der A-Seite. Und Zeige, Mittel- und Ringfinger zupfen den ganzen Song über immer die D-, G- und B-Seite. Das heißt, Zeigefinger D-Seite, Mittelfinger G-Seite und Ringfinger die B-Seite. Die beiden E-Saiten lasse ich bei dem C-Dur zum Beispiel schon mal komplett weg. Als nächstes bei A-Moll 7 spielen wir wieder die gleichen Saiten, denn hier verändern sich eigentlich nicht viele Töne, eigentlich nur der Basston, und schon haben wir ein A-Moll 7. Und bei G-Dur gehen wir jetzt eben mit dem Daumen auf die tiefe E-Saite und spielen mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger weiterhin D-, G- und B-Saite. Starten wir mal direkt mit dem zweitaktigen Zupfmuster, das dem ganzen Riff zugrunde liegt. Wir starten auf der Zählzeit 1 und zupfen einmal alle 4 Saiten. Das nächste ist dann auf die Zählzeit 2 und 1 und 2 und. Da zupfen wir nochmal mit dem Zeige-, Mittel- und Ringfinger die oberen 3 Saiten. Und die nächsten 3 sind dann wieder die oberen 3 Saiten gezupft auf die Zählzeiten 4 und 1 und 2 und des zweiten Taktes. Das heißt, dieses Zupfmuster einmal langsam mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Übt das am besten einmal langsam, ein paar Mal langsam, und zählt dabei mit, damit ihr genau wisst, auf welche Schläge die einzelnen Akkorde gezupft werden müssen. Denn das ist super, super wichtig, dass ihr genau wisst, zu welcher Zählzeit ihr spielen müsst. Sonst ist es schwierig, da jetzt gleich die nächsten Slap und Ghost Notes draufzusetzen. Im nächsten Schritt fangen wir nämlich direkt an mit dem perkussiven Element, und zwar dem Thumb Slap. Der Thumbslap ist jetzt eine sehr, sehr verbreitete perkussive Technik, bei der wir einfach auf die Zählzeit 3 jeden Taktes mit dem Daumen auf die unteren Saiten schlagen. Wenn ihr mit der Technik noch nicht so vertraut seid, checkt mal die Videobeschreibung, da habe ich noch ein paar Videos verlinkt, wo ich das nochmal sehr detailliert erkläre und auch verschiedene Techniken mit Thumbslap nochmal in Videos gepackt habe. Einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, kleiner Crashkurs. Den Thumbslap könnt ihr am einfachsten so spielen, indem ihr den Daumen immer über den Saiten haltet und dann durch eine Drehung des Handgelenks mit dem Daumen auf die tiefen Saiten schlagt. Hier ist es vor allem wichtig, dass ihr die tiefe E- und die A-Seite trefft, denn der Schlag der Saiten auf die Buntstäbchen, das ist das, was dieses Slap-Geräusch überhaupt ausmacht.
Und diesen Thumbslap spielen wir jetzt immer auf die Zählzeiten 3 von jedem einzelnen Takt. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal nur den Thumbslap spiele, klingt es so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und zusammen mit dem Zupfmuster, das wir jetzt eben im ersten Teil des Videos gelernt haben, klingt es folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Übt das am besten so schnell oder so langsam, wie ihr es braucht, damit ihr alle Schläge auf die richtige Zählzeit spielen könnt. Falls ihr mit Thumbslap noch nicht so bewandert seid, übt das wirklich ein paar Mal, denn das sind verschiedene Schlag- und Zupftechniken, die man erstmal gesondert verinnerlichen muss. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Damit schaffen wir es, aus einem etwas abstrakten Zupfmuster schon mal etwas Groovigeres zu schaffen. Wenn wir jetzt nämlich das Tempo ein bisschen anziehen, dann klingt es schon folgendermaßen. Das klingt auch schon einigermaßen interessant. Im vierten und letzten Schritt kommt jetzt aber erst die entscheidende Technik, mit der wir das eben wirklich zu einem coolen, spannenden rhythmischen Pattern verbessern können. Und zwar mit den Ghost Notes. Für die Ghost Notes brauchen wir jetzt eine etwas ausgefeiltere Technik. Wir werden das jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen, was ihr in der linken und in der rechten oder sagen wir mal in der Spiel- und in der Greifhand tun müsst. Denn die Ghost Notes erreichen wir durch folgende Technik. Grundsätzlich ist eine Ghost Note der Anschlag an eine Saite oder das Zupfen einer Saite, ohne dass die Saite ausklingen kann. Wir unterteilen einen Klang immer grundsätzlich in den Transienten, also in das Zupf- oder Anschlagsgeräusch und dann in den eigentlichen Klang von zum Beispiel einer Saite. Wenn wir jetzt eine Saite zupfen, dann haben wir einmal das Zupfgeräusch und einmal den Klang der Saite. Wir wollen jetzt aber nur noch das Zupfgeräusch haben, also den Transienten der Saite. Das erreichen wir dadurch, dass wir die Saite mit der linken Hand einfach abdämpfen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel ein C-Dur greifen und ich will jetzt eine Ghost Note auf einer der Saiten spielen, dann kann ich einfach den Druck von den Saiten nehmen und versuchen, die Saiten so ein bisschen abzudämpfen, indem ich die Finger so ein bisschen darüber lege, damit sie eben nicht mehr klingen können. Jetzt habe ich eben hier, wie ihr seht, bin ich einmal über die Saiten drüber gegangen und wir haben jetzt nur noch dieses Kratzgeräusch, das wir haben, wenn wir die Saiten anzupfen. Und das ist schon quasi das Sprungbrett zur Ghost Note, denn bei einer Ghost Note streichen wir jetzt nicht einfach nur über die Saiten, sondern zupfen die Saiten ganz gezielt an. Die Ghost Notes, die wir jetzt hier einbauen wollen, finden erstmal auf der A- und auf der D-Seite statt. Und die spielen wir auch wieder mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Auf die Zählzeit 3 und zupfen wir einmal eine Ghost Note auf der D-Seite. Und auf die Zählzeit 4 zupfen wir eine Ghost Note mit dem Daumen auf der A-Seite. Entscheidend für das Gelingen dieser Technik ist, dass ihr in der linken Hand rechtzeitig den Druck von den Saiten nehmt und auch wieder den Druck auf die Saiten hinzufügt. Denn wir haben auf die Zählzeit 4 und ja wieder eine gezupfte Zählzeit. Das heißt, auf die Zählzeit 4 und müssen wir das C dann auch wieder richtig greifen, dass die Töne klingen können. Und das ist eben genau das, was am Anfang ein bisschen schwierig ist an dieser Technik. Nämlich, dass wir immer links die Saiten abdämpfen, greifen, abdämpfen, greifen, abdämpfen, greifen und zwar immer in genau dem richtigen Zeitpunkt. Sehen wir uns nochmal den ersten Takt jetzt nacheinander mit den einzelnen Schlägen und Ghost Notes an. Also wir fangen an mit der Zählzeit 1, wir greifen das C. Es geht weiter auf die Zählzeit 2 und C ist weiterhin gegriffen. Jetzt machen wir einen Thumbslap und auf den Thumbslap nehme ich links schon den Druck von der Saite. Also ihr seht hier, ich mache rechts den Schlag und links nehme ich den Druck weg und lege die Finger so ein bisschen schräg auf die Saite. Ich mache jetzt nicht so, also ich nehme den Griff nicht komplett weg, sondern ich nehme nur so ein bisschen den Druck weg und gucke, dass ungefähr vor allem die tiefen Saiten abgedämpft sind. Nach dem Thumbslap kommt jetzt das erste auf die Zählzeit 3 und, der Zeigefinger. Damit zupfe ich die D-Saite. Dann zupfe ich mit dem Daumen nochmal die A-Saite. Und jetzt auf die 4 und greife ich wieder das C. Vor allem sind aber wichtig Zeige- und Mittelfinger, denn das sind die Saiten, die ich auch zupfe. Und zupft wieder mit Zeige, Mittel und Ringfinger der rechten Hand die drei Saiten. Das mache ich nochmal langsam für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und.
Das ist auch genau das Tempo, in dem ich euch empfehlen würde, das zu üben, wenn nicht sogar noch langsamer. Es geht da auch erstmal wirklich darum, dass ihr die verschiedenen Bewegungen hinkriegt, weil da viel gleichzeitig passiert. Also versucht wirklich so nach und nach, ihr könnt euch erstmal das Timing komplett rauslassen, dass ihr einfach nur die Bewegungsabläufe einzeln üben könnt. Sobald ihr das einmal einigermaßen drin habt, ist die Lernkurve wieder sehr, sehr steil. Es ist nur so diese eine Hürde, über die man mal rüber muss, wenn die Technik noch neu für euch ist. Die gute Nachricht ist, wenn ihr den ersten Takt einigermaßen gemeistert habt, könnt ihr den zweiten Takt fast auch schon spielen, denn hier haben wir auch wieder nach dem Thumbslap drei Ghost Notes und die Variation ist jetzt aber einfach, dass ihr den Slap macht, ihr macht eine Ghost Note wieder mit dem Zeigefinger auf die 3 und wie schon im ersten Takt mit dem Daumen auf die 4 wie schon im ersten Takt und dann auf die letzte Zählzeit, die 4 und machen wir einfach nochmal eine Ghost Note mit dem Zeigefinger, anstatt die Saiten nochmal klingend anzuzupfen. Das heißt, das ist sogar fast ein bisschen leichter als der erste Takt. Der zweite Takt im Kontext klingt dann folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wenn diese Ghost Notes jetzt wirklich nicht besonders laut klingen, und das werden sie vermutlich am Anfang noch nicht, macht euch deswegen nicht verrückt. Erstens ist es eine gewisse Zupftechnik, die ihr erst lernen müsst, eine Ghost Note wirklich laut klingen zu lassen. Und zweitens, so laut müssen die Ghost Notes auch gar nicht klingen, denn es ist ja ein kleines perkussives Element. Es soll gar nicht so laut klingen wie die, ja, wie die klingenden Töne auf der Gitarre, denn es sind perkussive Sachen, die so ein bisschen im Hintergrund passieren und es soll ja mehr so ein Untergrundrauschen quasi bilden neben den eigentlichen Sachen. Also wenn wir uns das jetzt als ja, Rhythmusgruppe vorstellen wollen, dann ist quasi, sind die gezupften Töne die Gitarre, also die Harmonieinstrumente. Der Thumbslap ist die Snare und diese kleinen Ghost Notes sind sowas wie ein Shaker oder ein Hi-Hat von einem Schlagzeug. Das ist kein Element, das im Vordergrund ist, das ist mehr sowas Rhythmisches, was ein bisschen im Hintergrund dazugemischt wird, um noch ein bisschen rhythmische Komponente in das ganze Riff mit reinzubringen. Diese beiden Takte nochmal im Kontext für euch mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wenn ihr diese beiden Takte spielen könnt, könnt ihr schon das ganze Riff, denn alle Akkorde könnt ihr jetzt einfach in diesem zweitaktigen Zupfmuster spielen. Ich habe es im Intro alles doppelt so lang gespielt oder in Double Time gespielt. In dieser Version spiele ich jetzt einfach mal jeden der Akkorde und die ersten beiden Akkorde jeweils zwei Takte und das G-Dur dann vier Takte lang. Beim G-Dur ist es noch wichtig, dass ihr mit dem Daumen auf die tiefe E-Seite wechselt und dann alle Daumenbewegungen auch auf der tiefen E-Seite durchführt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 1 und 2 und 3 und 4 und das war mein Video zu einer meiner Lieblingstechniken, die ich quasi überall anwende, wo es überhaupt nur geht, weil das direkt einen coolen Groove, eine schöne perkussive Note und einfach viel mehr Spannung in den Riff bringt, als wenn man einfach nur die Akkorde vielleicht mit einem kleinen Thumbslap spielt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne immer einen Kommentar. Lasst mir bitte immer auch einen Kommentar da, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Liked das Video, besucht meinen Kanal für nochmal Videos zum Thema Gitarre. Und ja, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ihr wisst, wie das läuft und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.